Nickelodeon. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag Nickelodeon Alarm! Wir befinden uns immer noch in der Alarm im All-Woche und sind hier im Kontrollzentrum. Patrick, was machen wir hier? Hier können wir überwachen, was die Astronauten so im Weltall machen und was so auf der ISS an... Basisstation, hier die ISS-Basisstation, bitte kommen. Basisstation hört? Ich bräuchte mal dringend eine Ablösung hier. Ich muss auf Toilette. Alles klar, gehen wir weiter. Okay. Okay, danke. Was mich jetzt interessiert... Wie gehen die überhaupt aufs Klo? Ja, und was mich interessiert, wie halten sich eigentlich Astronauten fit? Ich würde sagen, Patrick, das finde ich jetzt mal für uns raus. Und du hältst so lange die Stellung hier und schaust, dass da oben alles rund läuft. Ich habe mir schon mal mein Megabrain aufgeschnallt, denn ich werde versuchen, für Patrick und mich herauszufinden, wie sich Kosmonauten eigentlich im All fit halten und vor allem, wie sie auf Toilette gehen. Ja? Ich bin gespannt. Auf geht's! Wie halten sich Kosmonauten im All fit? Na, die haben jeden Tag Flugstunde und fliegen durchs ganze Raumschiff, ist doch klar. Ich vermute, die fliegen ja sowieso den ganzen Tag und machen dann immer Rollen und so, so Flugrollen. Okay. Wie gehen Kosmonauten im All auf Toilette? Naja, also im Sitzen, weil im Stehen pinkeln ist ja ein bisschen blöd da, oder? Ich glaube, die haben eine ganz normale Toilette wie wir, nur die müssen sich festschnallen, damit sie nicht wegfliegen. Da haben sie auch diesen modernen Anzug, wo sie dann einfach ja, laufen lassen können. Jetzt habe ich eine gefunden, die müsste das wissen. Hallo, wie ich sehe, du bist ja gerade auf dem Weg zur Toilette. Wie gehen denn Kosmonauten auf Toilette? Und wie halten sich Kosmonauten fit im All? Danke. Coole Antworten. Bin ich gespannt, was Patrick davon hält. Und ihr nicht vergessen, am Samstag gibt's ab 18.45 Uhr neue Folgen von Voll Vergeistert, die Thundermans und Sam und Cat. Sascha hat gerade versucht, ein paar Antworten auf unsere Fragen zu finden. Ja, aber so richtig weiß ich noch nicht, welche die richtigen sind. Wow. Tada. Der Spezialist aus der KISS. Hallo, wer sind Sie denn? Ich bin Dirk. Ich bin hier der Weltraumexperte in diesem Raumfahrtzentrum. Ihr habt Fragen an mich? Oh ja, mich würde interessieren, wie halten sich denn Astronauten fit eigentlich im Weltall? Das ist ganz einfach. Sie müssen sich erstmal fit halten, weil sie natürlich Muskelmasse verlieren und die Knochen werden auch dünner, weil ja in der Schwerelosigkeit brauchen sie nicht mehr so viel Kraft. Deshalb halten sie sich fit, indem sie zum Beispiel auf ein Laufband gehen, natürlich mit Gummibändern festgeschnallt, geht ja sonst nicht, oder ein Fahrradergometer, das funktioniert ja auch. Sie machen das auch mit den Händen. Also sie halten sich die ganze Zeit über fit. Und was mich interessiert ist, was machen denn Astronauten, wenn die mal müssen? Ach so, auch das ist recht einfach. Das Staubsaugerprinzip. Sie haben eine Toilette, wie wir sie auch kennen, nur dass da ein Unterdruck entsteht. Und wenn Sie sich raufsetzen, werden Sie festgeschnallt. Und durch diesen Unterdruck können Sie zielgenau, nicht wahr? Wow, und wie ist das mit dem Duschen? Kann man dort duschen? Das ist natürlich ein Problem. Wenn Sie jeden Tag 2 Stunden Sport machen müssen, dann würde man natürlich gerne duschen. Das funktioniert natürlich im Weltall nicht so einfach. Das Wasser würde auch rumschweben. Deshalb, es müssen feuchte Tücher genügen und... Ja, viel Deo. Ach, nö. Das ist ja spannend. Ja, vielen Dank für die Antworten erstmal. Bist du denn bereit für morgen? Stimmt, morgen geht's ja hoch zur ISS. Yeah. Da müssen wir aber noch ein bisschen an unseren Sprachen arbeiten, oder? Ach, ja, stimmt. Man muss ja internationale Sprachen beherrschen, so wie Russisch und Englisch. Aber pass auf, ich habe ein bisschen geübt. Was hältst du von der Sache? Jasnetnya, Penjemstu, Multifilmer, Johnny Test. Hm? Was heißt das? Ich freue mich auf eine Folge Johnny Test. Yeah! Nickelodeon. Willkommen zu einem neuen Tag Nickelodeon. Alarm! Wir haben lange hart auf diesen Moment hingearbeitet. Und heute ist der große Tag. Wir dürfen mit unserer ganz eigenen Raumfähre zur ISS fliegen. Yeah. Oh yeah! Auf geht's. So, dann schauen wir mal. Wow! Das sieht ja verrückt aus. Genau dahin wollen wir. Genau dahin. Kontrollzentrum. Wir machen jetzt erstmal einen kurzen Check-up und danach geht's los. Okay. Also, habt ihr eure Raumanzüge an? Check, check. Gut, habt ihr Astronautennahrung dabei? Check. Habt ihr auch Regenschirme mit? Mhm. Ja, check. Check. Gut, dann fehlt nur noch Sonnencreme. Check, check. Gut. Also, alles dabei, wir starten die Triebwerke und dann... Okay, dann geht's jetzt los.
Wow! Wir sind gerade auf dem Weg zur ISS, ja? Die ist 416 Kilometer von uns entfernt. Wow. Das ist ungefähr wie die Entfernung zwischen Hamburg und Köln. Das ist ganz schön weit und man braucht 2 Tage, um dorthin zu kommen. 2 Tage? Ja, ja, das wird mega langweilig. Hast du keine Filme mitgenommen? Nein, aber wir können am Samstag ab 12 die Pinguine von Madagaskar schauen. Ja? Und danach kommt dann auch gleich eine Wiederholung von den Kids' Choice Awards 2014 um kurz nach 5. Ja, perfekt. Lass uns ein Quiz spielen. Ja. Yeah. Hallo Bodenstation, können wir ein Quiz spielen? Gute Idee. Und wer die Fragen richtig beantwortet, der kann Chips essen. Jawohl, dann schieß mal los. Also erste Frage, was war das erste Tier im Weltraum? Nee, ich würde sagen eine Schildkröte. Ja, eine Schildkröte. Das ist falsch, es war ein Hund. Ja, Mist. Na dann, nächste Chance. Also wer näher dran schätzen kann, wann war die letzte Mondmission? Ich würde sagen 1981. 1972. Patrick hat recht, 1972. Grüße ans Kontrollzentrum. Ja, hallo Sascha, hallo Patrick. Ich bin so stolz auf euch, das habt ihr ganz toll gemacht. Jetzt warten wir bloß noch auf eure Landung. Könnt die Anzüge wieder ausziehen. Yeah, also los geht's. Ist natürlich nur ein Spaß, wir sind ja hier im FEZ. Ich denke mal, die Reise zur ISS überlassen wir dann doch lieber den richtigen Experten. Oh ja. Aber weißt du, was wir noch nicht ausgetestet haben? Nein, was? Wenn Astronauten nach langer Zeit im All wieder zurück auf die Erde kommen, dann können die meistens die einfachsten Dinge nicht mehr machen. Hm? Okay, aber kann man sich dann zum Beispiel den Anzug ausziehen? Ganz einfach, mit Hilfsmitteln. Hier, hm? Eins für dich, eins für mich. Ja. Und jetzt muss man mal versuchen, diese Raumschiff-Uniform wieder auszuziehen, das gar nicht so einfach ist. Okay. Guck mal, geht. Wow. Gar nicht schlecht, ich probier's mal mit deinen Schuhen. Ja, das ist... Nicht so einfach. Guck mal. Oh, da. Hier. Da. Ja. Das ist gut. So. Und dann, wir dürfen nicht vergessen, auch die Chips noch mitzunehmen. Warte, ich ziehe sie mal uns ran. Ja, das ist gut. Vielleicht kannst du dir auch einen Chips in den Mund stecken. Hm? Schauen wir mal. Oder mir. Ja, ich denke mal, darin sind wir ziemlich gut. Das war's mit unserer großen Alarm im All-Woche. Patrick, wusstest du eigentlich, dass die Astronauten im Weltall Wasser trinken, was aus Urin und Schweiß gewonnen wird? What? Ja. Schön, dass du da warst, mein Lieber. Ich habe mich wirklich gefreut. Hat es dir auch Spaß gemacht? Natürlich hat es mir Spaß gemacht. Einmal zur ISS und wieder zurück. Yeah! Und dafür bekommst du einen großen Preis überreicht. Danke, dass du dabei warst. Wirklich, es hat mir riesen Spaß gemacht mit dir.